Also wir bleiben safe bei diesem One-Take-Ding. Okay. Ah. Yeah. Keiner lacht mehr, Mama, ich war beim Notar, Mama. GmbH, Mama, ich glaub, ich brauch ne Havanna. 2 Jahre lang kein Lebenszeichen. Ich hab gewartet wie ein kleines Kind am Zebrastreifen. Weil ich dachte, so Business-Sachen sind wie Wissenschaften. Bis ich verstanden hab, ich muss nur ein paar Schritte machen. Unendlich alle anderen sich nach mir richten lassen. Von nun an nur noch Bling Bling und Crystal Flaschen. Doch bevor wir so weit sind, sammeln Gerichte Akten. Bullen stürmen die Hotel Suite, um mich zu fassen. Ich tausche ein paar Bitches gegen ein paar Mittensassen. Ja, yeah. Ich schätze, sowas nennt man Licht und Schatten. Nach nur 8 Stunden wieder frei, danke Gott. Doch das Ganze hat Haken wie ein Angelschock. Andere Leute gehen Sonntag früh zum Gottesdienst. Bei mir stehen Fotografen vor dem Haus, ich seh das Objektiv. Als die beiden mit dem Streit in jeder Zeitung sind, kämpfen sie ums Recht auf Shindy, als wär ich ein Scheidungskind. Jeder will den Krieg gewinnen, ich wurde zum Matchball. Ab da wusste ich, dieses Spielchen wird zum Rechtsfall. Ich sag, ich will raus, aber man lässt mich nicht. Ich sag, ich zahl euch aus, aber man lässt mich nicht. Plötzlich reichen die Probleme bis nach Bietigheim, bis vor die Haustür, ich muss nicht weiter ausführen. Cops wollen ein Statement, Bild will ein Statement. Doch ich red lieber mit ner Milf über Spray-Tan. Fick auf Spotlight, Accounts offline. Kein Output, dafür Bauschutz. Stell ein Studio hin, wo ich das erste Mal gekifft hab. 4 Leute teilen eine 2 Liter Schwipp-Schwapp. Damit zu Hause keiner etwas riecht, essen wir Tic-Tac. Jetzt sitz ich hier auf Samtsofas und so Schnick-Schnack. Persische Teppiche, Überwachungsmonitor wie Scarface. Noch immer Hotels und Heartbreaks. Labels rennen mir hinterher, ich kann alles haben. Ob ich Millionär bin, musst du Alex fragen. Ich bleib mein Kind, der macht das Business mit seinen Assistenten. Hast du nicht erwachsen sein, hast nur wie Erwachsene denken. Alles was ich will ist 100k im Monat Taschengeld. Eine Patek, ein Phantom und ne Mademoiselle. Manchmal schmeckt das Leben wie ein Obstragout. Manchmal kriegt jeder, der dir helfen will, nen Drohanruf. Manchmal wird die Rolex von deinem Vater aus deinem Haus geklaut. Und manchmal willst du gar nicht wissen, wer es war. Ich kann das niemals meiner Mutter erzählen. Oder dass 10.000 Euro aus der Schublade fehlen. Ja, yeah, das ist das Gefühl, wenn du nicht weißt, wem du vertrauen kannst. Ich wünsch, wir wären wie damals jetzt mit Alkopops vor Kaufland. ID auf dem brandneuen Nike. Ich bin Ice-T, wie die Zeit fliegt. Vor 6 Jahren exmatrikuliert, doch in 6 Jahren mehr gelernt, als hätte ich 6 Jahre studiert, yeah. Ich hab dich letztens noch gesehen in deiner Scheißkarre, an der Kreuzung bei McDonalds Polizeiwache. Du dachtest damals, du wirst NBA-Pro. Guck auf die Date-Date-Bro, den Rolls-Royce Wraith-Bro. Wer ballt jetzt, Junge? Ich hol den Rebound. Sieh fresh aus als damals mein Profilbild bei Greektown. Du sahst aus, als würd ich deinen Beamtenalltag reizen. Danke für die beste rote Ampel aller Zeiten. Ich weiß noch früher, große Pause, Raucherstein. Alles was ich wollte, war da stehen und genauso sein. Carhartt Beanies, Osiris D3s, weiße Dickies-Sweater, Riot City Rapper. Jetzt ist euer Leben nur noch Zweitliga. Jeden Tag 9-to-5, Minesweeper. Damals hieß es Open Mic, nur Shindy kann nicht rein. Heute heißt es, ey, du bist doch Shindy, kann das sein? Ich scheiß auf all the Riot City Jams. Ich bin immer noch Bissing Hands, 50 Cent. Ich steh morgens dann auf, wenn ich will, und piss auf meine alte Schule vor meinem Haus in den Hills. Ich lach jetzt, Mama, haha, Mama. Die schaufeln mir kein Grab, die bauen mir eine Grabkammer. Papa meinte, er ist stolz in meinem Traum neulich. Wir haben nicht viel gemeinsam, aber ich war lange blauäugig. Ich dachte, so Intrigen gibt's nur in der Daily Soap oder irgendwelchen Serien von HBO. Alles selbstsüchtig, auf die harte Art gelernt, dass es keine Freunde gibt, sobald das Geld mitmischt. Paradox, dass wir das Label Friends with Money nennen. Was soll ich sagen, der holt ein Rolls Royce Cullinan. Das war ein Dilemma, so wie Nelly featuring Kelly Rowland. Doch ich bin back für meinen Magic Moment. Den ganzen Tag im Studio wie ein Vocal Coach. Das ist kein Comeback, ich nenn das Road to Gold. Geh und richt es deinen Freunden aus, schöne Grüße. Keine Pilotenbrille, doch es folgen Höhenflüge. Nur paar Dinge, die raus mussten. Drip, Vorsicht, nicht ausrutschen.